Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuergrün. Ich bin immer noch Little Confused Brain. Und beim letzten Mal sind wir an dem Hauptquartier von Schocket verreckt. Und ja, ich bin da nicht gerade stolz drauf. Nun gut, wir machen einfach dort weiter, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Und dann sollten wir eigentlich keine größeren Probleme haben. Hier unten können wir auch gar nicht lang. Also wir müssen den Kampf jetzt wieder anstreiten. Wir können einmal nochmal hier in die Optionen gucken, weil ihr habt ja gesagt, dass man hier ein Theme reinmachen kann beim Spielen oder so. Und ich will das Surf-Theme haben. Ja. Falls ich das überhaupt ausgewählt habe. Ich weiß es nicht. Egal. So. Oh, ein Eindringling. Wenn ich dich stoppe, gibt es eine fette Belohnung. Komm zum Vorstand. Sag mal, bist du irgendwie einer von diesen Arschkriechern? Pff, wer kriecht, kann ich stolpern. Ja, da hat er sich echt gut aus der Lage gerettet, finde ich. Also, ich meine, mit diesem Argument hat er echt gewonnen. So, wir tackeln ihn jetzt einfach mal ganz eiskalt um, wäre ich für. Auch wenn er uns ein wenig kratzt, wir tackeln ihn um. Nur, wir müssen halt jetzt aufpassen, wir haben keine Tränke mehr. Das ist ein sehr, sehr starkes Problem. Obwohl, so können wir den jetzt noch weghauen und dann haben wir es geschafft. Wunderbar, gar kein Problem. Dim, 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 dim. Ha, verkackt, mein Freund, verkackt. Wo geht's denn hier weiter? Ach, hier unten ist die Warp-Platte. So, was haben wir hier? Das ist irgendwie davor. Das ist der Reset-Schalter. Soll ich ihn betätigen? Lieber nicht. Genau. Betätige den doch erstmal bitte nicht. So, damit kommen wir zurück. Gut, gut, verstanden. Damit schleudern wir uns hoch. Aber auch zurück. Das heißt, nach oben und unten ist keine Option, also wir müssen schon nach rechts gehen. Und das war jetzt auch keine Option, also der erste läuft auch nicht. Funktioniert denn der zweite bringt uns schon mal weg von hier. Gut, der zweite bringt uns weg. Aber links wäre keine Option und rechts auch nicht. Okay. Dann nehmen wir einfach mal den zweiten und gehen dann nach oben. Dann schleudert er uns nämlich wieder nach unten. Gut, dann ist der zweite Schalter an sich da, also die zweite Druckplatte hier auch nichts. Das müssten wir, die dritte müssten wir dann nehmen. Hier hätten wir dann verändert rote und gelbe Felder. Ja gut. Dann soll er das doch gleich mal verändern. Jetzt sind wir wieder hier. Wir müssen jetzt eigentlich wieder so da drauf klatschen, dass wir zu dem da unten hinkommen. Genau zu dem. Moment. So. Blub, blub, blub. Hallo. Mein Freund, ich habe dich auf den Überwachungskameras gesehen. Du hast ganz schön lange hierher gebraucht. Zum Glück habe ich die Zeit natürlich sinnvoll genutzt. Ich habe meinem Mauzi ein Kostüm geschneidert. Ich denke, es wird dir gefallen. Okay. Ne, das gefällt mir nicht. Ne. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Mir gefällt das nicht. Was machst du jetzt? Hm? Wir sterben. Heilige Macaroni. Oh, wir haben aber auch immer Glück, du. Ja. So, und jetzt muss man wirklich bedächtig an diese Sache rangehen. So. Verändert blaue und gelbe Felder. Wer hätte es nicht getan? Das habe ich auch beim letzten Mal falsch vorgelesen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das Ding ist, ich habe gerade überhaupt gar keinen Plan, wo ich überhaupt hin muss. Das ist das Problem. Vor dem Problem stehe ich nämlich momentan. Dafür brauche ich einen Türöffner. So. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Wo bringt uns das hin? Das schmeißt uns irgendwo da unten hin. Yes. Wobbly wobbly wop 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 dubstep. Wir müssen nochmal die Schalter ändern. Yep.
der Schalter da unten ändert sich gar nicht mehr. Der schickt uns jetzt immer nach rechts. Das ist ganz schön blöd. Das ist gar nicht mal so toll, du. Hui. Voll durch die Gegend drehen. Bis einem kotzübel wird. Was denn, wenn wir hier hochgehen? Achso, ja. Wir drücken einfach mal den Reset-Schalter. So. So, jetzt haben wir nämlich wieder das gelbe Teil da unten. Und das soll auch erstmal so bleiben. Weil ich... Ach, das war jetzt falsch. Ich glaube, ich will hier hoch. Und ich glaube, ich will nicht... Doch, hier will ich runter. Genau. Und ich glaube, dann will ich hier hoch. Genau. Das Einzige, was wir jetzt noch ändern müssen, ist der rote Pfeil, der dann nach links geht. Das ist eigentlich das Einzige, was uns jetzt noch so an sich aufhält. Aber um den roten... Ach, nee. Wir müssen den blauen Pfeil so ändern, dass der da oben nach links zeigt. Das wäre genial. Ja, genau. Genau so. Dann gehen wir jetzt nämlich... Ach, verdammt, das geht ja gar nicht. Ach, shitte. Shitte. Oh, bobberhaft. Blaue und gelbe Felder verändert das. Das Ding ist, wenn ich jetzt da oben reingehe, dann muss ich gucken, wie ich wirklich laufe, weil da kann ich echt Probleme kriegen, dass ich dann nicht mehr irgendwie da oben hinkomme. Doch, wir müssen hier aber so durch. So, jetzt zeigt der nämlich schon mal richtig. Der dreht uns dahin. Oh, yes! Dieser Schalter deaktiviert das Energiefeld. Genau. Jetzt haben wir nämlich hier auch die Abkürzung, die wir eigentlich benutzen könnten. Und wir müssen erstmal unsere Pokémon heilen. Deswegen nehmen wir immer ganz schnell den Speed Express hier weg. Ja, hopp, 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 hopp. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hier geht's raus. NP. So, dann rennen wir jetzt schnell zum Pokécenter. So, hallo, ja, meine Pokémon. Genau, wunderbar. Oh, hey, nein, stopp, halt. Danke. So, Maike, dann renn mal schnell los. Lalalala, hier sind wir falsch. Erstmal am Käfersammler vorbei, rennen, den ein bisschen verwirren. Damit der mit seinen Fliegen komplett durchknallt. Ah, durchknallt, genau. So. Oh, ich bin hier einigermaßen richtig. So. So, und jetzt sind wir ja gleich auch eigentlich schon wieder da. Da hat das ja gar nicht so viel Zeit in Anspruch genommen, wie ich erst dachte. So, wir haben hier ganz viele Knöpfe. Wenn das Knöpfe sind. Nein, das sind gar keine Knöpfe. Aber wir haben hier einen Ball. VM Zer... Wunderbar, wir haben Zerschneider. Und wir haben Team Schockelt. Ich hatte mir schon gedacht, dass du kommst. Willst du wohl die Pokémon zurück, was? Das kannst du dir aber abschminken. Weißt du was? Falls du mich unerwarteterweise besiegen solltest, verrate ich dir, wofür wir die Pokémon brauchen. Genauso wie das E von Professor Eich. E. Eigentlich. Mutter Maria. Ein Sengu. Wir werden sowas von sterben. Wie soll man das bitte hinbekommen, meine Kinder? Ist ja nicht so, als wäre das gerade ein bisschen übertrieben gewesen. Und ist ja auch nicht so, als ob wir hier nirgendwo einen Trank kriegen würden, weil es hier einfach gar kein Dings gibt zum Kaufen. Oder kann man hier drin was kaufen? Na super. Will ich aber gar nicht. Die Fabrik hat im Moment einige nun ja Schwierigkeiten mit der Umwelt gehört. Ja, cool.
Oh, wir haben aber eine Menge Kuh. 34 Tränke. Sollte erstmal reichen. Wir hätten uns natürlich auch dann irgendwie so um die 12 oder vielleicht sogar 20, ne? Das wären zu viele, glaube ich. Aber irgendwie sowas in der Richtung hätten wir natürlich auch Tränke uns holen, also Supertränke holen können, aber... Warum so doll auf die Kacke hauen, wenn ein normaler Trank es auch nützt? Dann haben wir mehrere kleine Tränke und können somit die AP von dem Gegner-Pokémon aus, ausnutzen. Aber egal, weiter geht's. So, ja, das wissen wir schon, das hatten wir schon. So, wir fangen gleich mal mit dem Blubber an und machen auch mit dem Blubber sofort weiter. Genau, weil das ist nämlich kritisch gegen ihn. Jetzt macht er nämlich einmal noch seinen Schlitzer. Wir haben ihn schon kritisch angehittet, dass wir unseren Trank jetzt einsetzen. Er macht seinen Schlitzer, aber in der Zeit mache ich dann meinen Blubber. Dass er mich zwar fast downhaut, aber das hat gerade noch so geklappt. Ach, wir haben jetzt Aquaknarre, der, das ist cool. Würde ich sagen, hauen wir uns Rutenschlag weg. Okay. Reptane. Okay. Och nee, das benutzt auch noch Ruckzucki. Nein, was mache ich denn, ich Idiot? Oh Gott. Ja, gegen Pflanze ist natürlich Wasser jetzt nicht ganz so dick. Das ist jetzt ja wohl irgendwie klar. Einmal Tackle können wir, glaube ich, einsetzen, hoffe ich. Und so müssen wir uns jetzt eigentlich den ganzen Kampf über so ein bisschen vorkämpfen mit unseren Tränken. Hier können wir jetzt sogar zweimal angreifen. Weil ich meine, mit seinem Kratzer setzt er jetzt nicht so viel bei uns. Also hinterlässt er jetzt nicht so viel Schaden. Du magst es wohl, mich wütend zu machen. Ich werde dich in Grund und Boden stampfen. Schocket Vorstand schickt Robo-Mauzi in den Kampf. Robo? Wasser vielleicht? Ja, da habe ich doch schon die Schwachstelle gefunden. So, Biss ist jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt können wir nämlich einmal nochmal einen Trank einsetzen. Dann macht er nochmal zwei Attacken. Und wir haben ihn mit unserer Aquaknarre abgeknallt. Und down ist das Robo-Mauzi. Und somit haben wir den Kampf auch gewonnen. Dann wollen wir mal sehen, was Schocket so für Pläne hat. Denn das wird uns jetzt ja erklärt. Nein! Naja, aber ich halte mein Wort. Wir benutzen die Buchstaben der Pokémon, das E vom Professor, um uns das ultimative Buchstaben-Pokémon zu bauen. Uns fehlt aber noch ein Zeher. Schocket-Vorstand, Stahl, Maike, das Zeher von Zeherschneider. Nein! Maike findet Türöffnung. Die hat uns einfach so, das geht doch nicht. Bababam. Perfekt. Die Tür öffnet sich. Ach nein, wirklich? Das ist ja unglaublich. Hier ist ein Pokéball. So, eine Eishöhle. Hier unter der Stadt? Das sind die den Ingenieuren hat man wohl in den Kopf geschissen. Ja, oder in dem Falle dann jetzt ja hier den Entwicklern dieses Spiels. Das soll, glaube ich, auch einfach der Witz dahinter sein, nur ich habe es gerade ein bisschen verhauen. So, wir flüchten. Setzen nochmal ein Trankfeuer ein. Kann bei übermäßigen Verzehr... Ach so, damit, genau, damit kommt man ja ein Dings. Ja, genau. Oh, das liebe ich ja. Solche Rutschaktionen, Rutschpassagen. Supertrank, wunderbar. Pokéball. Wenn jetzt gleich nochmal ein Fleckmon kommt, dann will ich das auf jeden Fall... Ich sagte Fleckmon. Fleckmon finde ich nämlich cool. Fleckmon! Wunderbar. Auf dich habe ich doch geradezu gewartet. Deckel. Ja, das ist jetzt nicht ganz so effektiv, würde ich mal sagen. Wir tackeln uns jetzt ganz langsam voran, damit wir das dann mit schön wenig AP einfangen können. Na, ah, der sinkt gerade unseren Angriff hier ganz schön stark, das ist das Problem. Ah, ein Tackle können wir, glaube ich, noch raushauen. So, noch ein Tackle wäre, glaube ich, zu viel, deswegen set... Ah, da ist der Pokéball. Effektiver als der Superball. Ja, ich lasse den Hyperball erstmal weg und benutze erstmal einen Pokéball und hoffe einfach mal, dass es funktioniert.
Yes! Wir haben unser erstes Pokémon gefangen. Ein Fleckmon. So, und mit diesem wunderschönen Erfolgserlebnis mit einem gefangenen Fleckmon werden wir uns verabschieden. Also ich zumindest, ich bin ja noch nicht schizophren. Oder sind wir das? Nein, das sind wir nicht, Peter. Gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich bin Brain. Ciao, ciao.